im Moment, wenn die Nase mit einem Video läuft, weil man immer noch seit 5 Wochen erkältet ist. Ach, geil. Marco, schau mich mal an. Hi, schön, dass du wieder eingeschaltet hast bei meinem neuen Video. Heute kommt mal wieder ein What's in my bag. Wir nennen es einfach 2018 Edition. Ich habe schon lange kein What's in my bag mehr gedreht und ich dachte mir, solche Videos schaue ich sehr gerne und ich hoffe natürlich, dass ihr sie auch sehr gerne schaut. Und deswegen wollte ich euch das heute zeigen und ich wünsche euch ganz viel Spaß und wir beginnen. Zuallererst kommen wir zu meiner Tasche und zwar habe ich eigentlich in letzter Zeit immer nur meine Marie Kors Tasche genommen. Die ist aber so ziemlich groß und da passt auch wirklich viel rein, aber wenn ich so in der Stadt unterwegs bin oder irgendwo anders unterwegs bin, da brauche ich immer nicht so eine große Tasche. Und deswegen habe ich mir bei H&M diese Beuteltasche gekauft. Die kennen bestimmt viele. Die wird auch noch in meinem Haul vorkommen. Ich weiß nicht, ob der davor oder danach kommt. Und die ist wirklich, obwohl sie eigentlich recht klein ist, mega geräumig. Da passt super viel rein. Mein Zeug, das ich brauche, passt alles wunderbar rein. Deswegen ist die Tasche einfach perfekt für mich. Und ich würde jetzt einfach mal sagen, wir beginnen mit dem Inhalt. Die Tasche an sich hat leider keine Nebenfächer, wo man irgendwie was Kleines verstauen kann. Deswegen liegt alles gemischt drin und ich werde jetzt einfach mal reingreifen. Und als allererstes natürlich mein Handy. Das habe ich immer dabei. Das habe ich jetzt halt kurz in die Tasche geschmissen, weil normalerweise liegt es jetzt natürlich irgendwo rum. Aber wenn ich unterwegs bin, habe ich es immer dabei. Ich habe das iPhone 7 Plus in Rose Gold. Und bin immer noch sehr zufrieden damit. Ihr könnt mir gerne mal schreiben, ob ihr auch ein Plus-Handy habt, also ein größeres, oder eher mit kleineren Handys klarkommt, weil viele meiner Freunde finden immer mein Handy viel zu groß, aber ich liebe es, dass es so groß ist. Dann haben wir... Was ist denn das? Ah, Kaugummi. Ich habe den Hubba Bubba mega lang in, keine Ahnung, Melonengeschmack oder so. Den habe ich mir mal irgendwo gekauft. Und den habe ich bis heute noch nicht geöffnet. Der wird jetzt aber bald mal in Verwendung kommen, weil mein anderer ist jetzt leer gegangen. Den hatte ich halt jetzt noch in meiner Tasche. Und ja, ich kaufe mir halt immer irgendeinen Kaugummi, der einen Geschmack hat. Der Geschmack verschwindet zwar nach 10 Minuten, aber trotzdem finde ich die geil. Dann greife ich mal weiter. Ah, mein Geldbeutel ist natürlich auch immer dabei. Ich habe jetzt einen von meinen gekostet. Den habe ich jetzt, glaube ich, schon 2 Jahre. Ja, ich habe halt den ganz normalen Geldbeutel. Geld drin, ich habe Lose drin, ich habe meine Karten drin, mein Organspendeausweis, mein Führerschein, mein DKMS. Ich habe mich nämlich letztes Jahr registrieren lassen. Ich bin bereit, Leben zu retten. Finde ich sehr cool. Wir besiegen Blutkrebs, heißt ja immer so schön, Stäbchen rein, Spender sein. Und das ist wirklich eine gute Tat, die ich letztes Jahr gemacht habe und bin unglaublich stolz drauf. Und falls es mal so weit kommen sollte, dass ich da gebraucht werde, dann werde ich auf jeden Fall was spenden, ganz klar. Ja, das ist mein Geldbeutel, der ist natürlich immer dabei. Wenn ich jetzt eine kleinere Tasche oder so habe, dann nehme ich meistens mein Bargeld und meinen Führerschein immer raus und schüttle in meine Handyhülle rein, weil dann brauche ich nicht meinen ganzen Geldbeutel mitschleppen, weil der schon von der Größe her recht groß ist und nicht in jede Tasche reinpasst. Dann machen wir weiter. Ich habe einmal eine Fusselrolle, die habe ich jetzt mir bei H&M gekauft für 2 Euro. Die habe ich jetzt noch nicht aufgemacht. Ich war eigentlich auf der Suche nach so kleinen, so eine habe ich aber nicht gefunden. Und die brauche ich deswegen. Ich habe gar nicht so diese Probleme mit Fusseln oder so. Aber wie viele wissen, ich bin Friseurin und wenn ich Haare schneide, besonders Männerhaare, dann ist meine komplette Hose voller diesen kleinen Stoppeln und wenn man dann über meine Hosenbeine drüber geht, dann tut es extrem stechen. Und deswegen habe ich eigentlich immer eine Fusselrolle dabei. Nennt man das überhaupt Fusselrolle? Closure Brush. Okay, also so eine, ihr wisst, was ich meine, was das ist, wo man halt drüber geht und dann nimmt es den ganzen Dreck mit. Und das ist sehr gut, weil dann kratzen und jucken diese Haare in meiner Hose nicht so. Und deswegen habe ich diese Bürste eigentlich immer und überall mit dabei. Dann habe ich einmal... Das ist was zu essen, ja. Ich habe mir nämlich, der ist schon voll zerquetscht, weil der in meiner Tasche immer überall rumfliegt. Und zwar ein Eat Natural Nuss- und Fruchtriegel mit Cashew und Blaubeere. Ich weiß gar nicht, wo ich den gekauft habe. Ich habe ihn auf jeden Fall irgendwo gekauft und habe ihn bis jetzt noch nicht verzehrt. Ich bin gespannt, ob er gut schmeckt. Er ist auf jeden Fall schon in 1000 Krümel zerfallen, weil der halt immer in meiner Tasche rumfliegt, aber ich glaube, der schmeckt bestimmt gut, wenn der mit Blaubeere ist. Und der hat pro Riegel 218 Kalorien. Ich versuche ja dieses Jahr zuzunehmen, ich versuche das schon seit, keine Ahnung, 7 Jahren oder so. Werde es wahrscheinlich 2018 auch nicht hinkriegen, aber wir geben unser Bestes. Ah,
Einmal habe ich noch natürlich meinen Schlüssel. Der ist immer überall dabei. An meinem Schlüssel habe ich meinen Puschel. Der ist jetzt ein bisschen gestumpft. Ich hatte früher so einen riesen Puschel, der ging mir aber dann irgendwann auf die Nerven. Ich habe den Puschel einmal, weil es süß ausschaut. Und auch, dass ich meinen Schlüssel besser finden kann. Dann habe ich noch meine Schutzengel an meinem Schlüssel. Ein G für China. Und natürlich meinen Autoschlüssel, meine verschiedenen Hausschlüssel, Fahrradschlüssel, warum ich denn auch immer noch an meinen Schlüssel habe. Und ja, halt meine ganzen Schlüssel, die man so im Alltag alle braucht. Einmal noch so eine kleine Tasche, die war in der Tasche dabei, habe ich gar nicht am Anfang gesehen. Die ist auch wahrscheinlich irgendwie abgerissen oder so. Und da habe ich jetzt irgendwie, ja, da habe ich so ein paar Sachen rein. Ein EOS Lip Balm für trockene Lippen. Taschentücher, falls die Nase mal wieder läuft. Dann habe ich einmal eine Bübchen-Gesichtspflege, wieso auch immer, aber man weiß ja nie. Und dann habe ich da noch einmal ein OB, falls mal ja, Mädchenprobleme auftreten. Und dann noch Buscopan Plus und Ibuprofen 600, falls mal wieder Schmerzen da sind, dass man dann was zum Einnehmen hat. Ich bin jemand, ich nehme Schmerztabletten, wenn ich Schmerzen habe. Ich nehme manchmal zu viel. Aber da gehen wir ein anderes Mal auf das Thema mehr drauf ein vielleicht. Dann habe ich noch eine weitere Tasche in meiner Tasche. Tasche in Tasche. Und zwar ist es so in meinem Kors Beauty Bag. Und da habe ich auch alles Mögliche drin. Nochmal Taschentücher. Da habe ich einmal erfrischende Reinigungstücher von Balea und nochmal von Baby Dream Feuchttücher. Sowas finde ich eigentlich immer ganz praktisch, wenn man irgendwie was an den Händen oder so kleben hat, dass man solche Feuchttücher dabei hat. So welche habe ich zum Beispiel auch im Auto oder so. Finde ich immer ganz wichtig, dass man sowas dabei hat. Dann habe ich einmal ein Esprit Parfüm. Das riecht so gut. Das ist wirklich geil. Und das trage ich mir halt immer auf, wenn ich irgendwie unterwegs bin und mal wieder einen frischen Duft brauche. Dann habe ich ein antibakterielles Handgel von Bath & Body Works. Dann nochmal irgendwelche Tabletten, die ich gar nicht weiß, zu was die gehören. Dann Tic Tac. Was ist das? Eine Kopfschmerztablette und ein Kugelschreiber, wenn man mal irgendwas ausfüllen muss. Genau, das ist alles in dieser kleinen Michael Kors Tasche drin. Es liegen nur noch einzelne Dinge in meiner Tasche rum und die werde ich jetzt mal rausholen. Es sind nämlich nur noch drei Sachen und dann ist meine Tasche schon wieder leer. Und zwar habe ich zum einen meine Anker Books dabei. Die finde ich richtig cool, die ist einfach so klein und handlich, dass sie in jede Handtasche so reinpasst. Und die nehme ich voll gern mit, um einfach, wenn man unterwegs ist, mal irgendwo Musik zu hören. Die ist ja mit Bluetooth. Und ja, die ist richtig schön klein, macht schöne Musik und habe ich zum Geburtstag von meinem Bruder bekommen und deswegen ist die immer in meiner Tasche dabei. Und dann habe ich noch zwei Sachen in meiner Tasche und die habe ich eigentlich nur drin, wenn ich wirklich fortgehe, so tue ich sie dann eigentlich immer aus meiner Tasche raus. Und zwar einmal meine Pille, ist wichtig, wenn man fort ist, sollte man sie nicht vergessen mitzunehmen. Und dann noch meine Hopfenextraktkapseln, die nehme ich jetzt ab diesem Jahr wieder, habe ich mir als Vorsatz genommen. Ich sag's euch, die stinken extrem. Boah, die stinken wirklich richtig eklig, aber die sollen beim Zunehmen helfen, habe ich im Internet gelesen und habe ich mir vor keine Ahnung wie lang mal bestellt und die werde ich jetzt regelmäßig nehmen. Da muss man dreimal eine Kapsel täglich verzehren. Und das war alles, was in meiner Tasche ist. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr alles so in eurer Tasche denn so mitnehmt. Und dann war es das für das Video. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Und ich würde sagen, schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Folgt mir auf meinen Social Media Seiten. Die werde ich euch jetzt hier nochmal einblenden. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao!